So, hallo Leute, willkommen zum neuen Motovlog. Ich bin wieder da, Tom fährt neben mir. Servus. Und wie ihr seht, haben wir heute mal eine neue Kameraperspektive mit einem Kamerafahrzeug. Voll professionell. Top Gear Style. Top Gear, genau. Voll professionell. Ja, und das heutige Thema ist Fahren im Winter bei diesem super Wetter. Ja, also es ist zumindest sonnig. Aber das war's auch. Echt? Ich find's warm. Nee, ich find's kalt. Okay. Aber ich meine, das hat ja auch jemand kommentiert. Komm, so, ich hab den Namen vergessen, aber wir können den Kommentar jetzt einblenden. Ja, er ist hier eingeblendet, vor uns. Genau, das tun wir jetzt Motion Tracken so, ja. Und zwar, es gibt nur falsche Kleidung. Wie war das? Ja, er hat gemeint, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Ja, genau. Und ja, das stimmt auch teilweise, finde ich. Also. Ja, stimmt schon. Also ich weiß zum Beispiel, meine Hose ist zum Beispiel scheiße. Ey, wir können ja die Kamera, guck mal auf meine Hose, ja. Hier, ich kann das nicht zumachen. Und dann muss ich immer mega fette Socken anziehen, damit ich nicht an den Knöchel friere. Ja, und deine Schuhe zum Beispiel, ich sehe deine Socken. Ja. Und das meine Schuhe einfach sind halt schön. Und das Schlimme ist, das ist mir voll peinlich, ich habe zwei verschiedene Socken an heute, gell. Aber das Gute ist, man sieht mich einfach nur von einer Seite. Einmal Puma, einmal Nike. Ich habe aber keine Wäsche mehr. Ja, und also ich finde, man kann auch im Winter ohne Probleme fahren und muss sich halt vorbereiten, gut anziehen. Man weiß, dass es kalt wird und dementsprechend muss man sich kleiden. Aber es gibt halt, also wenn es glatt ist und Schnee ist, würde ich jedem davon abraten. Ja, ganz klar. Sonst passiert es euch wie Walter Riffick. Das ist ein großer amerikanischer Motoblogger. Der ist im Schnee Motorrad gefahren. Ja, aber der lebt auch davon. Also das fand ich auch gut, was er gemacht hat, dass er gesagt hat, hey, ich muss Content bringen, weil ich lebe davon und die Leute warten auf ein Video. Genau, ich meine, es ist sein Job, er muss Scheiße bauen auf dem Motorrad. Ja. Ah, Stein. Ja. Das Thema Saisonkennzeichen. Genau, also ich kann mal erzählen, warum ich kein Saisonkennzeichen habe. Hau raus. Zum Beispiel in Karlsruhe ist immer recht mild, auch der Winter recht mild. Und dadurch, dass der Winter so mild ist, gibt es im Dezember auch Tage, die richtig warm sind, wo man ohne Probleme perfekt Motorrad fahren kann. Genau so ist es. Und also, ja. Ich würde mich so ärgern, wenn jetzt der Tag perfekt ist und Sonne scheint und ich will eine Motorradtour machen und nur weil mein blödes, weil ich, keine Ahnung, was spart man da, maximal 50 Euro oder sowas? So irgendwas, ja. Ja, würde ich mich ärgern, dass ich dann nicht mein Hobby genießen kann und Motorrad fahren kann. So ist es. Also letzten Dezember, diesen Dezember, bin ich 2 Wochen vor Weihnachten gefahren mit 15 Grad. Ja. Und wie viel zahlt? Also ich zahle für Versicherung und was heißt Steuer? 100 Euro im Jahr. Okay, und, ja, ich zahle ein bisschen mehr, aber meine ist auch anders versichert wie deine. Also. Genau. Also aber Motorrad ist ja allgemein eher günstig und die paar Euro, also, die man da spart. Kein Vergleich zum Auto auf jeden Fall. Okay. Ey, lass hier mal hintereinander fahren. Das wollte ich gerade vorstellen. Weil das ist eine schöne Kurve. So. Ja, und warum hast du keins? Also aus den gleichen Gründen hast du auch kein Saisonkennzeichen. Ja, also besonders, ich habe mir angeguckt, wie viel mein Zoll kostet. 70 Euro Versicherung, 30 Euro Steuern. Und da habe ich gleich gemeint, nee, egal wie viel ich da spare, das ist es mir nicht wert. Und natürlich, wir wollen ja euch unterhalten. Natürlich, wir müssen Content liefern. Nee. Ja, und klar, und man kann auch im Winter fahren, wenn es regnet oder so. Aber man muss sich halt gut vorbereiten. Und wenn man durchnässt ist, ist es wahrscheinlich auch nicht so schön. Nee. Aber im Notfall geht es auch. Ich kenne auch jemanden von meiner Arbeit, der fährt auch bei Schnee und bei Regen. Bei Schnee, Motorrad? Ja. Alter, nee, da hätte ich keinen Bock drauf. Die nächste müssen wir nach dieser links, ja? Ja, und wie ist es bei euch? Fahrt ihr im Winter auch Motorrad? Das interessiert uns auch. Und wir wollten ja auch ein Motorradtreffen machen, also so ein Abo-Treffen. Ja, genau. Und das wäre mal interessant zu wissen, ob ihr auch Interesse hattet, im Winter zu fahren oder nur dann im Frühling. Also im Winter mit der Voraussetzung, dass es trocken ist, ja? Und halt über 0 Grad oder 5, mehr, auf jeden Fall mehr als 5 Grad, oder? Ja, bei unter 5 Grad komme ich nicht mit. Okay, dann Abo-Treffen nur mit mir. Ja. Abo-Treffen ohne uns, also Treffen. Ja,
Ich fahre mal wieder links. So, ja, ich denke, wenn es halt mal einen schönen Tag im Dezember hat oder so, oder jetzt im November, könnte man auch fahren und ein Treffen machen. Genau. Aber ich denke halt, viele haben auch ein Saisonkennzeichen und... Genau. Wir werden da nochmal eine Ankündigung machen und dann nochmal genau festlegen, wie und wann und wo und wieso und warum wir das machen. Also eine Sache, die im Winter auch ganz cool ist eigentlich, wenn man an einem warmen Wintertag eine schöne Strecke entlang fährt, dann sind da halt weniger Motorradfahrer. Weil viele fahren im Winter gar nicht, denken gar nicht dran, haben ein Saisonkennzeichen, hat dann mehr Platz, weniger Stress. Was ja natürlich auch ein Nachteil ist, weil man sieht weniger Motorradfahrer. Genau, die Leute rechnen weniger damit, du bist schwerer zu sehen, gerade weil es früher dunkel wird das ist halt auch noch eine Sache, da muss man immer noch mal extra vorsichtig sein, weil die Autofahrer rechnen damit nicht mehr, dass Motorräder unterwegs sind. Ja, und stimmt. Dementsprechend lebt ihr halt auch gefährlicher. Und die Sache, dass es früher dunkel wird, ist eigentlich auch voll nervig. Also wenn wir irgendwie um 16, 17 Uhr aus der Arbeit oder Hochschule kommen, dann haben wir noch 2 Stunden Sonnenlicht aktuell irgendwie. Ja. Hat es noch Vorteile im Winter? Ja, im Winter hat es noch einen Nachteil, der mir gerade einfällt. Und zwar der scheiß Salz und so auf dem Boden. Das greift das Motorrad immer ein bisschen mehr an. Ah, okay. Ja, stimmt. Der ganze Schmutz und alles. Ja. Ja. Ansonsten ist eigentlich alles wie im Sommer. Nur kälter. Ja. Ja, und es liegt auch dann dieser Sand rum. Wenn Sand gesprüht wird und so, muss man in Kurven mehr aufpassen. Der Dreck. Ja. Ja, aber Sommer ist mir eindeutig lieber zum Fahren. Auf jeden Fall. Ja. Weil da... Ja, nee, ich fange jetzt nicht das Thema an mit Schutzkleidung, das ist für ein anderes Video. Tragt eure Schutzkleidung! Wenn ihr wollt. Ja, Markus und ich sind da so ein bisschen verschiedene Meinungen, aber dazu nochmal mehr in einem anderen Video. Ich glaube, genau. Wir müssen hier links, genau. So, und das war's dann auch schon wieder mit unserem neuesten Motovlog. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Tut doch gern mal, wie gesagt, reinschreiben, was ihr davon haltet, im Winter zu fahren. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.